weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich habe Falco gekannt, habe ihn wieder getroffen, war befreundet und war immer interessiert an dem, was er gemacht hat und er war auch mit meiner Arbeit interessiert. Ich habe ihn gern gehabt, weil er ein äußerst sensibler, warmer Mensch war. Ganz anders als sein alter Ego. Falco, diese Kunstfigur, war doch eigentlich haargenau das Gegenteil. Und das ist in dem Musical, das ich gerade gesehen habe, wo er gestern irgendwie wirklich sehr gut rausgekommen ist. Es war wirklich verblüffend, wie unterschiedlich die Persönlichkeit war, wie er mit dem Hansi zusammen war oder wenn er feiert war. Der damals hier so Blödel-Sessions gemacht, er hat ein Interview gemacht mit mir und jemand eine Foto-Inszenierung daraus gemacht. Das war sehr spielerisch und ohne irgendein Konzept.